Willkommen hier wieder zurück zum Beauty Forum Wortlexikon. Mein Name ist Thomas Pretschner und heute klären wir einen ganz spannenden Begriff aus dem Bereich des Marketing. Ansonsten haben wir ja immer Unternehmensführung, Betriebswirtschaft. Es ist ein lustiger Mix hier bei uns. Heute geht es aber tatsächlich um Marketing, auch wenn hier vorne das Wort Preis steht und man es doch eigentlich der Betriebswirtschaft zuordnen würde. Der Begriff Preiselastizität, was verbirgt sich dahinter und was müssen wir uns darunter vorstellen? Und vor allen Dingen, wie können wir damit arbeiten? Das ist ja die wichtige Frage daran. Wir nehmen als allererstes diesen Begriff einmal auseinander und Sie sehen hier vorne Preis und Elastizität. Also wir sprechen davon an, dass ein Preis elastisch ist, dass man daran biegen, ziehen kann und dass er sich verändern kann oder dass sich etwas im Umfeld oder Zusammenhang mit dem Preis verändern kann. Wir schauen mal nach. Was sagt uns das eigentlich Wikipedia dazu? Wikipedia beschreibt die Preiselastizität, korrekterweise Preiselastizität der Nachfrage, als eine relative Änderung des Angebots und der Nachfrage im Zusammenhang mit dem Preis. Okay, das kommt jetzt wieder unglaublich sperrig daher. Gut, was könnten wir uns darunter vorstellen? Wir sehen hier unten den Begriff Preis. Änderung, also das bedeutet, es ändert sich die Nachfrage mit dem Angebot, je nachdem, wie wir den Preis auch verändern. Zum Thema Preiselastizität der Nachfrage haben viele, viele Wissenschaftler in der vergangenen Zeit schon viele Formeln aufgestellt. Es ist eine Wissenschaft für sich. Ich will Ihnen die Formeln überhaupt nicht zeigen. Ich zeige Ihnen nur anhand hier aus dem Gabler Wirtschaftslexikon, mit was für Diagrammen dort verschiedene Fälle skizziert werden. Am deutlichsten für uns wird es vielleicht an dem Fall C. Da habe ich Ihnen aber direkt noch einmal eine andere Kurve mitgebracht aus dem BWL-Wissen. Hier sehen wir auf der einen Seite des Diagramms den Preis und unten die Menge. Bei der Menge ist die Nachfrage oder auch die Absatzmenge gemeint. Ohne dieses Diagramm großartig erklären zu wollen, können wir hieraus erkennen, wer schon mal mit Diagrammen gearbeitet hat, dass wenn hier drüben der Preis sinkt, gleichzeitig die Nachfragemenge steigt. Also es gibt eine höhere Nachfrage, eine höhere Absatzmenge, je nachdem wie wir den Preis runtersetzen. Soweit die Theorie. Hierbei handelt es sich aber tatsächlich um Produktstrategien. Hier geht es darum, zum Beispiel wie bei Black Friday, wenn wir die Preise ändern, wurde im Vornherein in der Marketingabteilung schon ausgerechnet, um so und so viel Prozent müssen wir runtergehen, dann wird wahrscheinlich die Abnahmemenge um so und so viel Prozent oder um so und so viel 100 oder 1000 in absoluten Zahlen steigen. Super Geschichte, funktioniert überhaupt nicht in der Kosmetikbranche, zumindest nicht richtig. Ja? Dazu muss man einfach den Kosmetikdienstleistungsmarkt sich etwas genauer anschauen, beziehungsweise ein Kosmetikinstitut. Auch bei uns in den Kosmetikinstituten gibt es eine Preiselastizität, aber die hängt von anderen Faktoren ab. In der Kosmetikdienstleistung, also in einem Kosmetikinstitut wie dem Ihren, finden wir zwei Kerninstrumente oder zwei, sage ich mal, Geschäftsfelder. Das ist zum einen natürlich die kosmetische Dienstleistung. Die kosmetische Dienstleistung, die wir anwenden, und dazu natürlich die Heimpflegeprodukte, die wir den Kunden mitgeben wollen. Wenn wir aber jetzt, und das haben einige sicherlich schon probiert, jetzt mit einem großen Preisnachlass werben, ja, Preisnachlass 10%, Preisnachlass 20%, ist es eher unwahrscheinlich, dass aufgrund dieser Tatsache plötzlich die Leute anfangen, hier 5, 6, 7 Behandlungen zu kaufen. Und genauso ist es an der Theke beim Produktverkauf. Ist es auch nicht so, dass dann plötzlich die Leute von einem Produkt 4, 5, 6, 7 Stück mitnehmen, nur weil wir einen Preisnachlass haben. Aber warum ist das so unterschiedlich? Die Erklärung ist relativ simpel. Bei der kosmetischen Dienstleistung handelt es sich um Dienstleistungen. Es handelt sich um eine Qualität, die direkt erst am Kunden entsteht. Die Produkte der Heimpflege werden in der Regel erst gekauft, nachdem sie speziell empfohlen wurden. Sie sind relativ teuer und deswegen auch erklärungsbedürftig. Genauso ist es mit den Zusatzleistungen oder den einzelnen Behandlungen, die der Kunde zum Beispiel haben möchte. Deswegen funktioniert es nicht, dass wir einfach nur den Preis runtersetzen und mit einem Mal die Leute massenhaft einkaufen.
Oder wie viele hatten Sie schon, die durch Ihr Institut durchgefahren sind und sagen, wow, alles so super billig, zack, wir krachen uns den Einkaufswagen voll. Das gibt es in der Kosmetikdienstleistungsbranche, im Kosmetikinstitut in der Regel nicht. Ich möchte Ihnen aber zeigen, an welchen Stellen das Thema Preiselastizität für uns eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und dazu müssen wir gemeinsam den Weg eines Kunden durch Ihr Institut einmal mitverfolgen. Passen Sie auf, das wird spannend. Erstens, der Kunde kommt zu Ihnen. Also wir haben einen sogenannten Neukunden. Einverstanden? Der Neukunde, und deswegen habe ich die junge Frau hier drüben hingemacht, die so mit so einem leicht ängstlichen Gesichtsausdruck kommt. Der Neukunde, und das ist ein Phänomen, das haben Sie auch schon in Ihrem Institut gemerkt, sucht sich dann in der Regel erstmal so das günstigste, ein Aktionsangebot heraus. Er kommt vielleicht auf eine spezielle Werbung oder aber er kommt erstmal und guckt sich aus der Preisliste so eine Basisbehandlung raus. Ja, das ist so der Moment, wo sich uns allen so die Nackenhaare kräuseln, weil was können wir in eine Basisbehandlung denn schon so alles reinpacken? Wir wollen den Kunden ja schließlich auch begeistern. Der Grund aber, dass dieser Kunde das macht, ist folgender. Er hat von Anfang an ein sogenanntes empfundenes Kaufrisiko. Was ist denn das? Ein empfundenes Kaufrisiko entsteht, wenn der Kunde nicht weiß, ob die Leistung oder das Produkt, was er erwerben will, auch das hält, was versprochen wurde. Wir haben in der Kosmetikdienstleistung das Kerngeschäft der Dienstleistung. Dieses Produkt, man nennt es auch ein sogenanntes intangibles Produkt, ein nicht anfassbares Produkt, das ist nicht wie ein Pullover. Man kann ihn nicht im Schaufenster bewundern, man kann ihn anprobieren und wenn es einem nicht gefällt, zieht man ihn wieder aus oder man hat ihn gekauft und bringt ihn danach zurück. Die Dienstleistung entsteht direkt am Kunden. Die entsteht erst zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde auf der Liege liegt. Das bedeutet, er weiß von vornherein nicht, wie das Ergebnis ist. Und das wiederum ist ein empfundenes Kaufrisiko. Dieses Kaufrisiko versucht der Kunde im Vornherein schon erstmal zu minimieren, indem er sich zum Beispiel das Ambiente anschaut, indem er sich zum Beispiel die Preisstruktur anschaut. Nicht, um das Billigste zu finden, sondern tatsächlich, um zu sehen, okay, wie hochwertig ist denn dieser Anbieter? Jetzt war der Kunde bei uns gewesen und wir konnten ihn begeistern. Ja, wir konnten ihn begeistern mit unserer Dienstleistung, wir konnten ihn begeistern mit der Behandlung. Und der Kunde wird zum, Trommelwirbel, Stammkunden. Das bedeutet, er kommt in regelmäßigen Abständen, das kann mal einmal pro Monat sein, vielleicht alle 2 Monate, vielleicht kommt er auch nur einmal im Quartal. Aber auch ein Kunde, der regelmäßig einmal im Jahr kommt, ist genau genommen ein Stammkunde, denn er kommt ja regelmäßig. Okay? Wir wollen natürlich im Idealfall die, die mindestens einmal im Monat kommen. Völlig klar. Bei diesen Kunden beginnt das Preisempfinden gegenüber Ihrem Kosmetikinstitut elastischer zu werden. Das bedeutet, wir können die Preise erhöhen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass der Kunde gleich abspringt. Aber Achtung, hier unterscheiden wir in 2 Kategorien. Die eine Kategorie sind die Anti-Aging-Leistungen, also Leistungen, für die sich der Kunde ganz bewusst entscheidet. Ganz bewusst auf einem hohen Level, permanent Make-up gehört dazu, manche Anti-Aging-Leistungen gehören dazu, viel apparative Kosmetik gehört dazu, die speziell gegen Falten arbeiten oder die gegen schlaffes Bindegewebe arbeiten oder irgend sowas. Das sind in der Regel Leistungen mit einer sehr hohen Preiselastizität. Dort ist der Kunde gern bereit für eine höhere Effektivität, wenn es noch besser funktioniert, wenn es noch schneller geht, wenn die Ergebnisse noch besser sind, auch mehr Geld zu investieren. Dort ist der Preis also sehr elastisch. Anders ist es bei den Kunden, die zu Ihnen kommen müssen. Das sind zum Beispiel Kunden wie Fußpflegekunden, ja, die also dann Probleme kriegen würden, wenn sie nicht zu Ihnen kommen würden, weil dann einfach die Füße verwachsen, unangenehme Hühneraugen sich bilden oder ähnliches. Das gilt aber auch für zum Beispiel unreine Haut. Also alles, was irgendwo ein bisschen so medizinisch angehaucht ist, dort müssen die Leute kommen und dort ist der Preis eher weniger elastisch. Also das bedeutet, die wollen dann nicht ganz so viel dafür bezahlen. Also das ist nicht ganz so einfach, dort die Preise zu erhöhen. Okay? Jetzt kommt der Kunde aber regelmäßig zu Ihnen, merkt, dass Ihre Qualität super ist. Sie empfehlen ihm auch nicht immer das Teuerste, sondern Sie reden mit ihm, Sie kommunizieren, Sie achten darauf, dass die Balance hält, dass Sie einen Preiswert, sozusagen ein Preiswertgefüge dort gemeinsam erreichen, wo der Kunde sagt, hier fühle ich mich wohl. Und dann passiert das, wo wir eigentlich die Kunden alle hinhaben wollen. Dann kommt die 3. Kategorie
Und das ist die Kundenloyalität. Ich habe es jetzt mal ganz bewusst hier drüben sehr überspitzt dargestellt. Die Kundenloyalität, das sind natürlich nicht die Kunden, die jetzt die ganze Zeit mit den Scheinen wedeln, aber es sind die Kunden, und die haben Sie alle schon selber erlebt, es sind die Kunden, die zu Ihnen kommen und sagen, was machen wir heute Schönes? Kommen Sie, ich lege mich hin, machen Sie mal, sagen Sie mir dann, wie viel es kostet. Das sind die Kunden, bei denen sind die Preise sehr elastisch. Dort ist es überhaupt kein Problem, für mal zwischendurch 20, 30, 40, 50 Euro zu erhöhen. Manchmal machen die auch richtig gleich nochmal das Doppelte, ja, weil die sagen, heute gönne ich mir was richtig Tolles. Das sind Kunden, die aber aus einer anderen Kaufkraft herauskommen. Und das sind in der Regel auch Anti-Aging-Kunden, die sich das Geld einplanen, die dort ein bestimmtes Budget für ihr eigenes Wohlbefinden von vornherein im Monat eingeplant haben. Das sind nicht alle Kunden in Ihrem Institut, aber das sind die sogenannten AAA-Kunden. Ja, also die Kunden, die wirklich das meiste Geld dann bei Ihnen lassen, auch immer schön Produkte mitnehmen und gerade so zur Weihnachtszeit dann auch unglaublich begeistert dann nochmal dort einen Gutschein oder dort ein paar Produkte mitnehmen. Dort ist eine sehr hohe Preiselastizität. Zusammenfassend können wir also sagen, die Preiselastizität bei der kosmetischen Dienstleistung hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und es hat in allererster Linie auch etwas mit der Qualität Ihrer Leistungen zu tun. Je besser Sie sind, je mehr Sie Ihre Kunden überzeugen von Ihrer Leistung und je begeisterter der Kunde von Ihnen ist, umso mehr können Sie die Preise erhöhen, ohne dass der Kunde weggeht, jammert, dass es zu teuer ist oder gar irgendwie das Studio wechselt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Preiselastizität für die Kosmetikbranche ein bisschen näher bringen. Ich habe viele Erfahrungen in meinen Coachings damit gemacht. Ist immer ganz spannend, wenn man sich vor allen Dingen so die unterschiedlichen Leistungskategorien anschaut. Aber auch der nächste Begriff, der jetzt auf uns wartet, in der nächsten Folge, ist ein Begriff eher aus dem Marketing als aus der Betriebswirtschaft. Es ist das Q wie Qualitätsführerschaft. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter Qualitätsführerschaft? Warum spielt das bei uns eine Rolle? Und was gibt es überhaupt noch außer die Qualitätsführerschaft, die ja offenbar mit einer besonders hohen Qualität führt? Ja? Was bedeutet das? Wo verwendet man diese Begriffe? Alles das klären wir in unserer nächsten Folge hier beim Beauty Forum Wortlexikon bei Q wie Qualitätsführerschaft. Seien Sie gespannt. Bis dahin.